Hey Leute, bin jetzt in Köln. Es ist Gamescom und heute ist der erste Tag. Wir sind gestern angekommen, haben relativ wenig geschlafen und ich war Fahrer und jetzt muss ich fahren, weil jetzt geht's los. So, Freunde, wir sind auf der Gamescom. Ich gehe jetzt mal hier von unserem eigenen Container Village rein in die heiligen Hallen. Es wird doch recht anstrengend dieses Jahr. Ich habe zwar nur quasi einen Kunden von uns, für den ich Videos machen muss, aber das Ganze muss Freitag schon fertig sein. Bisher Pressetag, da kommt die High Society der Medienlandschaft und guckt sich halt so an, was hier so rumsteht. Die ersten schon am Daddeln. Und wir machen uns jetzt auf, quasi den Stand zu finden, vor dem ich am meisten stehen werde, weil ich da eben die Footage für den Kunden einfange. Und eigentlich kann man fast schon sagen, das ist eine Freaks-Halle. Summoners Inn Branding auf dem AMD-Stand. Hier Gigabyte. Die hier gerade von Mori bespielt werden. An jedem Stand Party, als wär schon richtig Publikum da. Und ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Stand. Aber wo finde ich den Phantom Age Stand? So, ich glaube, ich irre hier noch ein bisschen rum. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir hier. Ich habe keine einzige freie Minute gefunden, um vernünftig zu vloggen auf der Gamescom. Ich habe nur diese Anfangszeit gehabt und ab ich den Stand gefunden habe, musste ich loslegen. Ne? Es war uff. Ja, also es war wirklich, wirklich anstrengend. Und das Ding ist ja, Kunden sind manchmal ein bisschen sprunghaft, was ihre Entscheidungen angeht, beziehungsweise es entstehen Situationen, die man so vorher nicht vorhersehen konnte. Und deswegen muss man sich darauf einstellen. Das heißt, dass man quasi vorher seinen Workload so ein bisschen geplant hat, mal ein bisschen geguckt hat, okay, was schaffe ich, wie viel schaffe ich davon, kriege ich das alles bis zur vereinbarten Deadline hin. Und dann auf der Messe merkt man, pass auf, da sind noch so viele andere Sachen, die man gerne noch mitnehmen würde, die man gerne noch mit ins Produkt einbauen würde, also Shots, vielleicht mit bestimmten Geräten filmen und so, dass man dann auf einmal ins Rotieren kommt. Und dann kommen natürlich deine Teammates auch ins Rotieren und dann musst du da noch ein bisschen aushelfen. So, das habe ich halt gemacht. Ich war quasi, nachdem ich mein Video fertig hatte, war ich der Springer und bin halt überall eingesprungen, habe noch Sachen gefilmt. Ich bin komplett ausgelastet gewesen und zwischenzeitlich, wenn man dann kurz mal eine Pause gemacht hat, war ich gar nicht fähig zu sprechen. Ne, komplett am Durchsaften gewesen. Päuschen gemacht, erstmal Wasser getrunken und erstmal wieder zur Atem kommen. Weil das Gewicht rumzutragen plus die neuen Kameras, die ja auch schwerer sind als die wir bisher hatten. Ich hatte da so einen extra Rig dafür, also so ein Rückenteil, damit ich die schwere Kamera nicht dauernd nur auf der Schulter habe. So wie es bei Adrian zum Beispiel der Fall war, der hat dann blaue Flecken davon gekriegt. Und war den ganzen Tag da verspannt. Aber aus solchen Sachen lernt man halt. Abends im Hotel ging es eigentlich bloß Sachen aus, Zähne schnell geputzt und ab in die Kiste, damit man wenigstens noch ein paar Stündchen Schlaf mitnimmt. Abends beim Abendessen willst du dann natürlich auch nicht filmen. Gewichtstechnisch hat sich nichts verändert bei der Gamescom. Ich glaube, ich habe abends sehr gut gegessen. Da waren ordentlich Kalorien drin, die man aber am Tag dann auch gebraucht hat. Also bei mir ist es echt Level gewesen. Nicht zugenommen, nicht abgenommen. Aber seitdem ich wieder zu Hause bin, geht es wieder ein bisschen runter. Essen tue ich immer noch mittelgesund. Also es gibt immer noch so die Ausreißer, ne, dass man mal sich Linsen mit Spätzle und Wienerle macht. Aber den Eintopf habe ich inzwischen perfektioniert. Ja, der ist so gut, also mit Fleisch und Gemüse. Und die Wraps sind natürlich auch noch am Stissel, was bedeutet, dass ich halt die Woche über einfach viel, viel mehr Vitamine in meinen Körper kriege. Worüber ich aber eigentlich heute sprechen wollte mit euch ist Selbstwertgefühl. Und wie sich es in den letzten Wochen für mich verändert hat. Ich habe ja gesagt, ich möchte den Job auf der Gamescom gut machen. Das habe ich tatsächlich auch geschafft. Ja, ich habe dafür ein Lob meines Chefs bekommen, der, um das jetzt mal zu relativieren, einen relativ oft lobt.
ne? Weil er natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte kennt. Und ich habe immer so das Gefühl, er lobt immer so ein bisschen mehr, als das eigentlich nötig wäre. Aber was das in einem auslöst, ist halt einfach, dieses Selbstwertgefühl wird gesteigert. Du gehst mit einer ganz anderen Ruhe an Dinge hin, weil du einfach weißt, okay, ich krieg das hin. Ich werde das gut machen, ich weiß, wie es geht. Ja, das ist so ein Punkt, der mir hilft, indem ich halt mein Chef einfach für Dinge lobt. Und der andere Punkt ist, dass ich tatsächlich mich durch diese Barriere immer wieder durchbeiße, die man ja hat. Pass auf, ich habe jetzt das Video eigentlich fertig. Ich könnte das jetzt so schon an den Kunden geben, aber du denkst dir halt, kann ich da vielleicht nicht noch was dran machen? Habe ich nicht vielleicht noch Zeit für den einen oder anderen Effekt, der im Video dann ziemlich cool aussieht? Und durch diese Mauer sich durchzubrechen jedes Mal, das gibt auch Selbstwertgefühl. Weil man immer besser performt, als man sich selbst die Standards setzt. Das habe ich jetzt quasi aus den letzten paar Wochen mitgenommen, dass ich immer gesagt habe, pass auf, kann ich an diesem oder jenem Projekt nicht noch was tun, um das noch ein Stückchen besser zu machen. Es war, keine Ahnung, irgendwelche Videoprojekte, die eigentlich super standardmäßig sind. Dafür habe ich halt währenddessen eine Dokumentation geschrieben, dass man weiß, dass man jeden da hinsetzen kann und derjenige halt dann eine Abhakliste hat sozusagen, was er da alles zu tun hat. Dass ich das halt einfach dokumentiere für meine Kollegen, so dass halt einfach auch fürs Team Zukunftswerte geschaffen werden. Ja, also nicht nur einfach das Video abgeben und damit war es das, so standardmäßig, sondern halt noch diesen einen Schritt mehr zu tun, der das Ganze noch mal ein bisschen vorwärts bringt. Ja, immer noch eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen, ich meine die Dokumentation, die hat mich vielleicht 2 oder 3 Stunden gedauert und wo vielleicht, wenn ich mal krank bin, jemand einspringen kann, ohne dass das Produkt an Qualität verliert. Das war mein Grundgedanke daraus. Und diese ganzen Kleinigkeiten, die lösen halt in mir dieses Selbstwertgefühl aus, dass ich mich wertiger fühle. Einfach, weil ich nicht nur einfach den Standardbums mache, sondern immer noch einen Schritt weiter gehe. Das hat auch zur Folge, dass ich mit Mitmenschen erstens anders umgehen kann, viel, viel ruhiger. Und zweitens mit Frauen besser tatsächlich sprechen kann. Wer hätte das gedacht? Ich habe auf der Gamescom tatsächlich die eine oder andere Lady getroffen. Grüße gehen raus, Olivia. Ne? Aber auch andere Mädels. Ich habe tatsächlich mit einer mir bisher unbekannten Selbstsicherheit mit den Mädels sprechen können. Ich habe angefangen, offensiv zu flirten. Die Mädels haben viel, viel besser darauf reagiert als früher. Früher war das halt von mir einfach nur so ein tapsiger Versuch, da irgendwie einen Flirt reinzukriegen. Jetzt inzwischen habe ich den Dreh so ein bisschen raus. Aufgrund meines Selbstwertgefühls. Das heißt also, ich habe quasi den Kasus Knaxus gefunden, mir Selbstwertgefühl zuzusprechen, mir das zu erarbeiten tatsächlich. Es ist nicht irgendwie, ja, ich rede mir jetzt ein oder sonst was, sondern es baut tatsächlich auf Werte, die ich selbst geschaffen habe. Das ist wirklich ein befriedigendes Gefühl. Eine ganz innerliche andere Ruhe habe ich jetzt. So diese soziale Anspannung, klar, die ist immer noch hin und wieder mal da, aber generell macht mich das einfach glücklich. Ich bin viel, viel glücklicher, als ich es noch zuvor war, aus mir selbst heraus, egal was ich mache, auch wenn mein Job immer noch das ist, was mich quasi definiert, so habe ich doch nicht nur den Job, an den ich mich für meine Happiness klammern muss, sondern ich habe halt mich selbst und die Art, wie ich Dinge angehe. Sobald ich auf mich selbst stolz sein kann, wird eben dieses Gefühl immer so ein Schrittchen erhöht. Da muss man natürlich irgendwann aufpassen, wahrscheinlich. Ich meine, ich war noch nie da, aber wahrscheinlich muss man irgendwann aufpassen, dass man halt nicht abhebt. Dass man sagt, boah, ich mache jetzt alles besser als alle anderen. Weil diese Vergleicherei muss ja gar nicht sein. Ich habe komplett aufgehört, mich mit anderen zu vergleichen. Oh, der macht das besser als ich. Oh, der macht das besser als ich. Und da wirst du nicht happy mit dir. Ich vergleiche mich nur mit mir selbst. Und ich versuche jeden Tag so ein kleines bisschen, also wirklich, das sind winzige Babyschritte. Wenn er denkt, ich bin jetzt fast ein Jahr dran, an dieser Selbstverbesserungsgeschichte. Und wenn man es mal so generell sieht, bin ich noch nicht richtig weit. Meine Kernziele, zum Beispiel
abnehmen und sportlicher werden und viel gesünder essen und alles, habe ich immer noch nicht zur Perfektion erreicht. Ne? Aber ich bin auf dem Weg dorthin. Und es geht halt so unfassbar langsam. Es ist furchtbar. Du hast dann wieder Durchhänger, so mit dem Rauchen jetzt und Pipapo, also Dampfen. Warum muss das so anstrengend sein? Aber jeden Tag einfach dran denken und machen. Immer weiter, immer weiter. So, und mit jedem kleinen Schrittchen kommst du deinen Zielen näher. Und wenn es nur Millimeter sind. Hauptsache nicht Rückschritt machen. Generell gesehen bin ich halt schon eher dort, wo ich mich vor einem halben Jahr eben gesehen habe. Aber halt noch lange nicht da. Das nächste ist, dass ich zurzeit super wenig Zeit für irgendwas habe. Denn ich habe mir noch was aufgebrummt. Ne? Neben den Streams, wo ich ja jetzt gesagt habe, okay, ich mache nicht mehr jeden Tag einen Stream, habe ich mir jetzt in den 3 freien Tagen, die ich in der Woche habe, aufgebrummt, Pupke Guides zu machen. Beziehungsweise ich sitze jetzt am ersten Guide, sitze ich schon 12 oder 13 Stunden dran. Ich will die halt relativ aufwendig gestalten. Auf YouTube gibt es so viele Guides und wenn ich was wissen will, dann will ich diese Sache wissen und nicht noch irgendwelchen Bums darum rum, sondern ich will nur eine spezielle Sache wissen. Wie zum Beispiel, wie ziele ich mit dem ACOG, also mit dem Vierfachvisier. So, dann gucke ich mir irgendwelche Tutorials an und dann sagen die noch, ja, in der realen Welt und in Pupke ist das so ein bisschen anders und das sind alles so Informationen, die man überhaupt nicht will, die man nicht braucht. Warum? Hör doch auf damit. Und dann in einer langweiligen Tonlage gesprochen, dass sie halt die Fußnägel beim Gucken einschlafen. Das ist halt furchtbar. Und das will ich halt ändern. Und das bedeutet auch, dass ich wahnsinnig viel Zeit da reinstecke, die ich aus dem Vlog auch rausnehme, weil der ja natürlich auch Zeit kostet, ich halt trotzdem noch zu meinen 7,5 Stunden Schlaf in der Nacht komme. Ich könnte natürlich auch gucken, dass ich den Schlaf kürze, aber da ich eh schon relativ ungesund lebe und dann noch weniger Schlaf, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich will aber auf jeden Fall versuchen, auf diese Schiene rauszukommen, was auch bedeutet, dass ich mit meinem Arbeitgeber sprechen muss. Ich habe schon mit meinem Chef drüber gesprochen, der mich da unterstützt. Der sagt, cool, warum nicht? Wenn du dafür brennst, tu es. So, und da muss ich halt noch mit dem Arbeitgeber eben sprechen, ob die da auch Bock drauf hätten, dass ich halt eher so ja, in der Talent-Richtung gehe. Also so wie es Johnny, Sola, Max und so weiter tun, dass ich halt mehr in diese Richtung gehe. Das heißt aber auch, wenn ich komplett da drauf gehe, würde ich weniger Grundeinnahmen haben, und so weiter und so fort. Und das kann ich mir nicht leisten. Ne, mit dem Lohn, den ich jetzt habe, kann ich meinen Lebensstandard haben, aber halt nicht mehr. Und deswegen muss ich dafür eine Lösung finden und vorschlagen, was halt wahrscheinlich bedeutet, dass ich irgendwelche Organisationsaufgaben noch mit übernehme und wie auch immer. Ich habe da schon einiges vorbereitet, das möchte ich meinem Arbeitgeber gerne vorstellen. Und dann sehen wir mal, ob sich das für die lohnt oder halt nicht. Und dann gucken wir weiter. Ist auf jeden Fall so, kleinste Ziele erreichen, alles in Erreichbares aufteilen. Also zum Beispiel jetzt dieser Guide. Ich habe an einem Tag habe ich geschrieben, am nächsten Tag irgendwann später habe ich halt das Zeug eingesprochen. Dann habe ich es dazu noch geschnitten. Dann habe ich die Aufnahmen an einem anderen Tag gemacht und jetzt gestern habe ich dann halt mal die Aufnahmen zum Gesprochenen geschnitten. Und jetzt kommen halt noch die ganzen Effekte. Du hast als Mensch hast du nur einen bestimmten Topf an Kraft. Und den Topf musst du dir einteilen. Und dann musst du gucken, wo verteile ich meine Kraft hin, wo macht es am meisten Sinn und wo macht es am meisten Spaß. Denn wenn du Spaß hast im Leben, kommt alles andere von alleine. Ist natürlich immer leicht gesagt für Leute, die zum Beispiel jetzt Bürojobs haben oder Pipapo, die vielleicht eine ganz andere Leidenschaft haben. Aber in, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren schafft man es, quasi sein Hobby zum Beruf zu machen, indem man sich immer dazu umguckt, okay, wo sind Möglichkeiten, wo ich das tun kann für gutes Geld, damit ich auch ein bisschen was von der Zeit habe, die ich da reinstecke und auch mal ein Bütterchen essen kann. Und ich sag jedem, innerhalb von 2 bis 3 Jahren findet man die Chance, wenn man dranbleibt, wenn man guckt, natürlich nicht jeden Tag jetzt, sondern immer wieder mal, ne, einfach Augen offen halten, dass man quasi sein Hobby zum Beruf machen kann. Du musst nur das Richtige finden. Ne, am Anfang dachte ich für mich, das sind Let's Plays, wo ich sage, im Nachhinein, die haben am Anfang mega viel Spaß gemacht, aber es ist nicht wirklich das, wofür ich gemacht bin. Weil halt dieses
Konstante, immer wieder lustig sein, furchtbar anstrengend. Da finde ich Streamen viel besser. Da bist du viel, 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 viel freier. Du kannst mal miese Laune haben, du kannst mal gute Laune haben, du kannst mal absolut einfach nur abchillen. Gestern habe ich einen richtigen Chiller-Stream gemacht. Das war so schön. Hab da einfach nur gemütlich gesessen, gezockt und die Leute haben es gefeiert trotzdem. So ist halt geil, weil das halt eine ganz andere Community ist, wenn man live ist quasi. Da muss man nicht die ganze Zeit unterhalten, sondern man kann sich auch mal mit dem Chat unterhalten. Ich glaube, dass Streamen, Eventorganisation und Guide-Videos mein nächster Punkt im Leben werden, wenn ich es schaffe. Ich muss das natürlich Leuten nahe bringen, Leute davon überzeugen, dass das cool ist, dass man damit mein Gehalt bezahlen kann. Da möchte ich hin. Ich hoffe, ihr konntet daraus, aus diesem ganzen Gesabbel, einiges mitnehmen. Ich würde mich freuen, euch heute Abend im Stream begrüßen zu dürfen und sage bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bussi, tschüss.